Ach, Scheiße, Schlüssel vergessen. Ach du grüne Neune, Schlüssel vergessen. Ja, wer kennt das nicht? Kurz den Müll rausbringen, plötzlich kommt ein Windzug und die Tür fällt zu. Und man steht draußen und hat keinen Schlüssel dabei. Oder man ist zum Beispiel mal in Eile, muss schnell los, vergisst den Schlüssel drin und steht vor der Tür. Jetzt kann man natürlich probieren, selbst irgendwie wieder reinzukommen. Manchmal muss man halt den Schlüsseldienst anrufen, ja. Dann wird man zur Kasse gebeten. Und damit das nie mehr passiert, habe ich jetzt eine Lösung für dich. Die Lösung für das Problem ist dieses Produkt hier. Und das ist wirklich sehr einfach zu installieren. Als erstes nehmen wir hier diesen kleinen Pin raus, denn den brauchen wir jetzt zunächst nicht. Was wir jetzt machen ist, wir ziehen einfach hier diesen Schutzfilm von der Klebefläche und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Das wird nämlich jetzt am Türrahmen festgeklebt. Das heißt, wir suchen uns jetzt an der Tür hier einfach einen Platz und zwar auf der Seite, auf der sich die Türklinke befindet. Ich mache das jetzt einfach mal was höher, denn wenn man beispielsweise irgendwie Kinder hat, will man ja nicht, dass sie vielleicht den Schlüssel darunter ziehen. Wichtig ist, dass man hier 1-2 mm Platz lässt. Das ist wirklich ganz wichtig. Das mache ich jetzt hier auch. Ich lasse jetzt hier so ein bisschen Platz. So. Und dann einfach andrücken. Am besten wirklich so 10 Sekunden andrücken. Einfach, damit es dann am Ende besser hält. So, das Teil ist jetzt angeklebt. Jetzt nehmen wir den eben entfernten Pin, nämlich diesen hier, und müssen den jetzt hier einstecken. Das richtet sich immer danach, auf welcher Seite sich die Türklinke befindet. Die ist in diesem Fall hier links. Deswegen stecke ich das Ding auch links ein. Ganz einfach zu merken. So, das heißt, wir machen den Pin jetzt hier letztendlich so rein. So, und jetzt funktioniert das ganz simpel. Immer wenn man jetzt nach Hause kommt, hängt man einfach seinen Schlüssel da dran. Nämlich so, zack. So, und wenn man jetzt rausgeht und möchte die Tür zuziehen, kann man seinen Schlüssel gar nicht mehr vergessen, weil das Ding blockiert ist. Einfach durch die Schwerkraft, dadurch, dass das Teil hier runtergezogen wird, ja, wenn ich meinen Schlüssel jetzt wieder wegnehme, setzt sich das sozusagen wieder zurück. Jetzt kann ich auch die Tür zumachen und so vergisst man dann letztendlich nicht mehr seinen Schlüssel. Es ist also technisch jetzt gar nicht mehr möglich, dass man seinen Schlüssel vergisst. Einfach, weil man so immer blockiert wird, die Tür zu schließen. So simpel, so effektiv. Der Link zum Produkt ist unterm Video in der Beschreibung oder halt in den Kommentaren. Da könnt ihr auch mal gucken.